Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. In der letzten Folge haben wir das Ocarina of Time-mäßige Geisterrätsel gelöst. Und in dieser Folge machen wir das wohl auch, I guess. Hauen wir erstmal den Viechern auf die Fresse. Nicht du. Achso, den habe ich jetzt gerade aus Versehen gekillt. Achso, dann hau ich dir auf die Fresse. Bam, seid ihr beide tot. So. Gut. Hier ist ein einzelner Raum. Ich halte es für sinnvoll, dass wir wahrscheinlich diesen einzelnen Raum gehen. Ich würde trotzdem gerne sehen. Oh. Okay. Ja, das sieht jetzt nicht so lösbar aus. Lol. Also da ist auf jeden Fall der Schlüssel. Okay. Lustig. Lustig, tralalala. Kriegen wir ja gleich das Dungeon-Item. Lol. Okay, wir kriegen das Dungeon-Item. Oh, muss ich da jetzt runterfallen? Oh. What? Oh, fuck. Toll gemacht, Link. Super gemacht. Toll, du bist auf die Falle hereingefallen. So gut bist du, Junge. Wow, der Allerbeste. Wie keiner von dir war. Dam, 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 dam. Der lebt doch noch, ne? Ja, ja. Ich habe dadurch so die Vermutung, dass wir da jetzt die Ebene hochdrehen müssen. Oh nein. Und jede einzelne Ebene. Ja. Junge, da ist ein Gegner. Angucken, bitte. Meine Fresse, Link. Stell dich doch nicht so an. Also. Uncool. Nee. Wie komme ich an diese Truhe ran? Ach, das sind Geheimgänge. Ah. Da ist zwar wahrscheinlich auch nichts Besonderes drin, aber man nimmt halt, was man kriegt, ne? Was haben wir denn hier? Oh, den braucht man sogar. Lull. Dann ist das natürlich was anderes. Dann ist das akzeptabel. Okay, schauen wir, dürfen wir weiter hoch, I guess. Warte. Da ist nix. Das würde mich trotzdem interessieren, wenn ich jetzt hier wieder einen runterdrehe. Wieso ist hier nix? Warum ist hier nix? Hier ist wirklich nix. Hier ist einfach nix. Aha. Also, ich hätte mich da runterziehen. Hä? Moment. Was Interesse? Wenn ich jetzt meine Special Powers activate, dann komme ich doch da gar nicht raus. Weil ich doch das Problem habe, dass doch dann, ne, hier und so. Also hier komme ich schon hin. Kommen wir wieder hier hin. Was mir aber in dem Fall nichts bringt. Hä? Okay, dann drehen wir halt einfach mal fertig. Das wird schon super. Der wird schon wissen, was er will. Das muss ja noch irgendeinen Effekt haben. Oder hat das einen Effekt? Das muss irgendeinen Effekt haben. Hat sich hier bestimmt was geändert, oder? Nö. Ja, das ist jetzt nicht so geil. Bin ich blöd? Also ja, wahrscheinlich, aber was an mir ist blöd? Oder darf ich das Ding nur so halb hochdrehen?
Weil hier kommen wir definitiv nicht weiter. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Hier kommen wir nicht weiter. Aber dann muss ich doch das Dungeon-Item. Also für den Fall, dass ihr euch wundert, es gibt hier schon Hinweise für das Dungeon-Item. Was es ist, ich werde es nicht, also ich werde nicht explizit auf diese Hinweise hinweisen. Damit ihr euch das jetzt nicht irgendwie durch Spoiler, oder dass ich das nicht implizit aus Versehen spoiler. WTF? Da muss ich doch hier durch. Was hat dieser Raum denn? Moment, jetzt habe ich einen Schlüssel, ne? Es ging, glaube ich, hauptsächlich darum, dass ich den Schlüssel kriegen soll. Was bringt mir das? Ich muss ja dann irgendwo trotzdem weiterkommen. Wieso ist das hier? Wieso ist das da? Okay. Das hatte ich vermutet, ich wollte es nochmal ausprobieren. Moment. Ach so. Ach so. Man muss erst den Schlüssel holen und dann muss man runterdrehen. Ist das geil. Sehr klug von denen. Kann ich weiterdrehen? Nein. Oh, wie gemein. Da geht's noch eins runter. Ach so. Boah. Ach so. Das ist ja böse. Woher soll ich das denn wissen, dass das so ist? Okay. Kann ich das erkennen, welche von denen hochkommen werden? Wahrscheinlich alle, aber... Na, man kann das auch als Wolf nicht erkennen. Okay, dann werden wir wieder zum Menschen. Ich denke, es ist klar. Oh, hier nicht? Auch nicht? Oha. Was? Hier sind wieder... Aha, ich wusste es. Danke. So, ich wollte euch nur schnell killen. Ja, ja. Nein. Link. Wolf Link. Willst du? Danke. Okay, Danke. So. Das war doch alles, was ich wollte. Achso, die bleiben sogar oben. Ne, die bleiben nicht oben. Weird. So. Okay. Willkommen. Hier war eine komplett durchgängige Wand, gell? Ja, ja. Okay. Wie gut er darin ist, einfach diese Scheiße wieder zu verfehlen, ne? Es ist der Hammer. Herz. Wait. Die sind durchsichtig. Oh mein Gott, unser Wolfsgespür erzählt uns, wo die Dinger auftauchen würden. Die sind... Oh, wow, unser Wolfsgespür ist ja voll klug. Hallo? Ja, danke. Du siehst so... Nein, warum lässt du dich absichtlich befallen? Bist du dumm? Und wir so, ja, ja. So, Herz und ein bisschen Geld, das ich nicht brauchen kann. Okay, was ist denn der Weg rein? Okay, einmal außen rum. Na, ist ja wieder heldenhaft. Okay, da ist eine... Ah, oh, nein, nicht so eins.
Fuck, warum? Ganz weit weg, ganz weit weg, ganz weit weg. Oh mein Gott, man kann die als Wolf besiegen. Man kann die als Wolf besiegen. Okay. Ich hab's gelernt. Alles gut. Ich hab's gelernt. Okay, wie ist das jetzt? Hier ist nichts mehr. Also, hier ist dann die Abkürzung. Okay, I see. Oh nein, was? Wenn man das Gespür ausmacht, verliert man die. Oh nö. Ah, ist ungünstig. Aber okay, der Weg ist ja jetzt nicht so. Man kann das ja schon mal verstehen, gell? So. Zieh raus die Scheiße, Alter. Zieh raus. Easy. Easy peasy lemon squeezy. Okay. Einmal durch, kommen wir hier nicht mehr raus. Oh, oh. Wo gehen wir hier hin? Du Jemine. Ach, jetzt sind wir ganz unten. I see. Und was kriegen wir hier? Nochmal ein Herz. Ja, von mir aus. Okay. Gruselig. Oh, ich habe das Gefühl, der Wolf kann das, glaube ich, nicht wegmachen. Ich habe das Gefühl, der oh oh. Oh, oh, ekler. Ja, Mann, Link, da hast du recht. Ah, damit kriegen wir sie weg. Das war's, glaube ich. Nein, das war nicht, was ich wollte. Ich wollte jetzt wieder zum Wolf werden. Schön oben bleiben. Okay, da ist eine Tür, dann ist doch hier wieder irgendwas Wichtiges. Die Tante! Oh, du bist aber heute spät. Mensch. Puh, endlich draußen! Ach, der nette junge Mann von neulich, schön dich zu sehen! Reisen wir doch ein Stück gemeinsam, wo wir uns schon wieder getroffen haben. Mensch. Ja, Tante, du warst heute spät. Gib mir einfach Bescheid, wenn du raus willst, jederzeit! Jawohl. Mensch, tatsächlich habe ich ganz vergessen, die ist heute aber spät gewesen. Und überlegst du, wie viele heimliche Räume wir noch haben? Es ist nicht mehr viel. Na, interesting. Ach, und das war der blaue Punkt. Das ist die Tante, oder was? Lol, die Tante wird tatsächlich auf der Karte als blauer Punkt markiert. Wenn ihr mal zurückspult, werdet ihr es sehen. Ist ja lustig. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Oh je. Okay, I see, was ist das hier passiert und es gefällt mir nicht, aber okay. Kommt her. Ja, kommt her, befallt mich alle. Möglichst schnell. Gut. Und weg. Weg mit euch. Okay. Bin ich als Wolf klein genug? Oh, als Wolf bin ich klein genug. Mitten ist es halt eh egal. Warum soll es mitten auch jucken, ne? Hier ist nichts Besonderes. Und da ist eine Tür, durch die wir nicht durchkommen. I see. Dann ist hier nicht mal mehr was, das hier dreist. Oh, das war dumm. Aber ich krieg gleich wieder zurück, weil ich verkackt habe. Okay, hier ist tatsächlich nichts Besonderes. Es ist einfach nur darum, dass man irgendwo was hat, um sich zu erholen oder sich zu retten für den Fall, dass man hier, na, weißt du schon, irgendwie gefährlich und scary. Mit einer juckt das einfach nicht. Oh nein, du schon wieder? Dann brauche ich ja Bomben, um dich zu killen. Komm her.
Bomben. Bomben. Erstmal so dastehen. Stell dir vor, du bist so ein Skelett, ne? Du bist kurz davor, dich wieder aufzubauen. Denkst du dir, scheiße, hoffentlich droppt er keine Bombe, um mich für immer und ewig zu töten und von meinen Qualen zu erlösen, ne? Weil dieser arme Skelett, das liegt hier rum und langweilt sich seit tausenden von Jahren schon, ne? Also armes, verzaubertes Skelett, ne? Und der steht da. Bomben. Bomben. Okay. Geh verrecken, so. Oh, du bist ja auch schon am Leben. Das ist ja praktisch. Easy. Wer das Herz uns nicht ehrt und so, man kennt's. Die sind tatsächlich nicht schwerer, wenn man sie ein zweites Mal machen muss und auch noch einzeln. Oh, was ist das denn? Wo ist der Gegner? Ich kann auch hier hochklettern, oder? Ich kann hier hoch. Und ich komme hier keinen Zentimeter weiter. Das ist ja wieder hilfreich. Das ist ja wieder hilfreich. Okay, also, wir sollen auf die andere Seite wahrscheinlich, ne? Ja, ja. Er ist hauptsache so ein Rubin eingesammelt, den ich gar nicht mehr in meine Geldbörse packen kann. Das ist wieder so, das ist wieder typisch Stroh, ne? Ja, ja, typisch Stroh, ne? Okay, da hinten ist ein Skelett. Ja, ja, ja. Hallo? Das ist ein sehr gemeiner Ort für dieses Skelett. Oh, oh. Easy. Achso, dann geht die Tür auf und dann können wir den Weg laufen. Und der Weg ist dann das, was wir gehen wollen. Also, oh, das sind Herzen, die muss ich leider einsammeln. Die muss ich leider einsammeln, da kann ich nichts dran ändern. Ah, und das war der Raum. Okay, genau, dann machen wir wieder den da. Oh, ich kann sogar... Oh, ich kann keine. Ich will aber trotzdem... Ich weiß, das ist jetzt wieder lange und langsam und ne, aber ich will sicher gehen, dass ich nicht aus Versehen Bomben zünde, weil man die halt einfach begrenzt hat. Ta, mir wirst du niemals wehtun, siehst du? Oh. Oh, oh, oh. Oh, holy fucking shit. Ich werde euch töten. Also, ihr kommt da nicht hoch. Fuck, sie kommen da hoch. Oh nein. Hätte ich nur meine Klappe gehalten. Na, dann killen wir sie halt alle gleichzeitig. Achso, die fliegen sogar. Die fliegen so ab zu ab. Bam. Ich habe eure gesamte Familie getötet. Es ist absolut unrealistisch, dass ihr tatsächlich immer noch auf mich geht. Aber hey, manche Leute sind halt dumm. Okay, ich gehe ein bisschen in die Richtung. Dass die alle ein bisschen schneller kommen, weil das dauert ganz schön lange, Leute. Hab das jetzt bald. Oh mein Gott, fuck, ich kille jetzt einfach erstmal ein paar. Ich glaube, das sind die letzten. Ja, wir müssen hier alle killen. Die müssen alle gehen. So, wechseln sie. Oh nee, ey, warum? Hat er mich? Keine Ahnung. Achso, ich habe ihn gekillt, bevor er mich berühren konnte. Oh nein, ich sehe nichts mehr. Risky. Sehr riskant. So. Okay, zack. Oh. Oh, uns erwartet ein großer Raum. Das wird doch nicht das Dungeon-Item sein. Oh, ho, 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 ho. Spoiler, wahrscheinlich ist das. Weil weiter geht's hier nicht mehr. Oh, okay, es wird das Dungeon-Item sein. Wenn hier sogar ein Übergang ist. Oh, es ist dunkel. Oh, es ist definitiv das Dungeon-Item. Oh je, Mine. Wait. Brauche ich hier mein Gespür? Brauche ich nicht mein Gespür, oder? Brauche ich hier mein Gespür, weil hier dunkel ist?
Muss ich das rausziehen irgendwie? Kann ich das rausziehen? Ach so. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Was erwartet uns hier? Das war ein Bannsiegel. Das war ein Bannsiegel. What the fuck? Oh holy. Kann ich dich jetzt als Mensch sehen? Scheinbar, ne? Ich würde dich lieber als Mensch bekämpfen, wenn das okay wäre für dich. Ich kann ihn nicht mal mehr anvisieren. Das gefällt mir nicht. Oh mein Gott, muss ich die mit dem Schwert zurückschlagen. Ist das so einer, wo ich als Wolf und als Mensch kämpfen muss? Oha, das wäre krass. Ich kann es nicht mit dem Schwert zurückschlagen, scheinbar. Ich versuch's nochmal. Ich bin zu langsam. Ich glaube, ich muss ihm Schwert. Oh, zu schnell, verdammt. Ich hasse das Timing. Okay, ich kann es mit dem Schwert zurückschlagen. Kann ich denn die Fresse hauen? Ich kann ihm einfach in die Fresse hauen, lol. Als ob ich ihm einfach mit dem Pfeil auf die Fresse hauen musste. Was ist das denn? Oh Gott. Er hat sich wieder. Okay. Ah, das war's schon. Okay. Das gefällt mir. Der Kampf ist ja mal mega geil. Okay. Müssen wir hier einen Pfeil in die Fresse hauen? Okay. Das war, glaube ich, sauknapp. Geht noch. Oh Gott, ich genieße den Kampf gerade. Das gefällt mir. Oha, ey, der Kampf war geil, oder? Ich hab doch gesagt, dieser Dungeon ist von vorne bis hinten geil. Ja? Jetzt nur um das mal, das habe ich nicht gemacht, okay. Jetzt nur um das mal kurz zu sagen. Wir hatten zuerst dieses Rätsel im unteren Teil des Dungeons, was hauptsächlich hier gewesen ist, so erste zwei Stockwerke. Wo wir halt Ocarina of Time-mäßig diese Geister jagen mussten. Okay, das war ein bisschen geklaut. Na, das ist alles nur geklaut. Oh, na? Aber jetzt nimmt der Dungeon langsam richtig Fahrt auf, oder? Geil. Gefällt mir. Gefällt mir. Ich hätte trotzdem gern ein oder zwei Herzen erst wieder. Ja, eins. Zwei. Bass. So. Guck mal. Super Mario Coins. Lustigerweise, das, was da in der Mitte ist, euch wird das an nichts erinnern. Mich erinnert es an ein Spiel namens Antichamber. Da gibt es auch ganz viele Augen, die so aussehen. Ich meine, das ist jetzt kein wirklich besonders spannendes Augendesign, aber ne, es gibt auch Augen, die so aussehen. Oh,
Wir kommen nicht mehr hoch. Okay. Okay. So, seid ihr bereit? Ich hoffe, ihr habt alle eure Tipps abgegeben, was das Dungeon-Item ist. Jetzt kriegen wir es nämlich, ne? Wir erhalten den Gleiter, ein antikes Fluggerät, mit dem du dich über den Boden schwebend fortbewegst. Lege ihn auf Y oder X und verwende ihn auf sandigen Gebieten sowie zum Gleiten an Schienen an der Wand. Drücke in der Luft A, um deine Drehgeschwindigkeit zu erhöhen. Ich liebe es. Was ist das für ein geiles Item, bitte? Pass auf. Das ist das Dungeon-Item. Ist das geil oder ist das geil? Jetzt wissen wir auch, wofür die Schienen an der Wand gedacht sind, weil, die können das. Cool, oder? Wie geil ist das bitte? Ich liebe es. Dann kann man halt hier, also das macht auch Schaden. Wenn man das in der Nähe von Gegnern macht, macht das auch Schaden. Man kann den, glaube ich, auch mittendrin mal so ablehnen und so. Wie geil ist das bitte? Ich liebe dieses Item. Ich liebe es. Es ist so gut. Es ist so gut und kreativ, ey. Es ist so gut. Ich liebe es. Ach ja. Okay. So, wir haben den Gleiter. Und außerdem haben wir uns die Scheiße hier schon 26 Minuten gegeben und müssen hier weiter offensichtlich. Oh, kostenlose Pfeile, die nehme ich mit. Ach so, die hat man hier. Aha, okay, I see. Okay, jedenfalls, genau, hier ist ein guter Part, um aufzuhören. Wir müssen jetzt den, ich sag mal, letzten Teil des Dungeons noch erforschen. Da kommen wir dann wahrscheinlich hier, genau, da kommen wir dann über das B1, kommen wir da nach oben und landen dann am Ende bei der Truhe, die da jetzt ganz oben ist, bei der obersten Truhe. Das war die Boss-Key. Truhe, also da war der Schlüssel zum Boss drin, ihr erinnert uns. Das wird jetzt der restliche Weg sein, den wir gehen. Lustigerweise habe ich mich nicht daran erinnert. Das war's. Ich habe euch doch gesagt, der Dungeon war für meinen Geschmack zu kurz. Der Dungeon war gar nicht zu kurz, aber man hat den Gleiter erst gegen Ende gekriegt. Das war's gewesen. Das war das, was so kurz war. Man hat den Gleiter nur ganz kurz gehabt. Das war ganz interessant. Aber egal. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play The Legend of Zelda. Skyward Sword, genau. Twilight Princess. Bis dahin. Tschüss.